Deutschland ist das Brotland schlechthin. Jeder von uns isst pro Jahr durchschnittlich rund 80 Kilogramm Brot, europäische Spitze. Doch es bleibt einem der letzte Brotkrumen im Halse stecken, wenn man solche Bilder sieht. Hygienemängel in Bäckereien, aufgedeckt von bayerischen Lebensmittelkontrolleuren. Gut, wenn das ans Tageslicht kommt, doch der Haken an der Sache ist, wir, die Verbraucher, erfahren davon, sie ahnen es, nichts. Die Politik schützt lieber die Betriebe, als uns Konsumenten über die Ekelfunde zu informieren. Gemeinsame Recherchen von Report München und der Süddeutschen Zeitung über Missstände in bayerischen Backstuben. Philipp Krüll, Sebastian Chemnitzer und Markus Rosch. Grau-grün und weiß pigmentierter Schimmelpilz. Gravierende Mängel aufgrund von Schädlingsbefall. Schabenbefall, Mäusekot. Verunreinigung mit Metallspänen. Berichte von Kontrolleuren in bayerischen Backunternehmen. Der Verbraucher erfährt davon nichts. Es gab über die Jahre hinweg immer wieder Kontrollen, bei denen die Kontrolleure auf Mäusekot, auf Schaben, auf Käfer im Mehl gestoßen sind, auf Schimmel in den Backstuben, einfach auf sehr schlechte Hygienezustände. Schlamperei bei der Hygiene. Vor 5 Jahren sorgte in Bayern der Müllerbrot-Skandal für einen Aufschrei. Mehr Offenheit wurde versprochen. Doch gibt es jetzt mehr Transparenz? Und wie sind die Hygienezustände? Recherchen von Report München mit der Süddeutschen Zeitung. Besuch bei der Verbraucherorganisation Foodwatch. Erst auf mehrfache hartnäckige Nachfrage erkämpft Foodwatch Kontrollergebnisse von 8 bayerischen Großbäckereien in den Jahren 2013 bis 2016. Besonders 3 Bäckereien schneiden schlecht ab: Landbäckerei Ihle, der Beck und Bäcker Bachmeier. Also aus unserer Sicht sind die Befunde, die wir bekommen haben, bei diesen 3 Bäckereien am gravierendsten. Da kam es zu den häufigsten und relevantesten Verstößen. Wir recherchieren weiter. Bäcker Bachmeier, ein Familienbetrieb mit mehreren 100 Angestellten, lädt uns ein. Die beiden Chefs der Bäckerei, 2 Brüder, wollen nicht vor die Kamera, beteuern, dass ihnen die Vorfälle leid tun. Wir dürfen uns im gesamten Produktionsbetrieb umsehen. Im März 2015 wurde eine Schabe in einem Brot gefunden. Im Juni dann gravierende Mängel in der Betriebs- und Prozesshygiene festgestellt. An dieser Stelle hier waren an Mehlsäcken am Tag der Kontrolle Mäusekot, Mäuseurin und Fraßspuren deutlich sichtbar. Heute, 2 Jahre später, wirkt der Betrieb sauber. Die Brüder sagen, sie hätten insbesondere in die Hygiene investiert. Die Landbäckerei Ihle räumt die Beanstandungen ein, sagt, man habe 2015 ein umfangreiches Reform- und Qualitätsprogramm angeschoben. Der Beck lädt auch zur Betriebsbesichtigung ein. Man habe die Qualitätssicherung verstärkt, schreibt die Geschäftsführung. Die 3 Bäckereien weisen auch darauf hin, dass alle Mängel beseitigt wurden. Alles sei in Ordnung. Das können aber weder wir noch der Verbraucher wirklich überprüfen. Aktuell informieren die Behörden in Bayern, aber auch im Rest der Bundesrepublik, nur wenn es wirklich akute Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung gibt. Die Gesetzeslage aktuell erlaubt es ihnen nicht, beispielsweise über Hygienemängel zu informieren. Das Problem, ein Paragraph, der das eigentlich regeln soll, liegt quasi seit 4 Jahren auf Eis. Auch wegen der Lobbyarbeit großer Unternehmen, klagt Foodwatch. Bad Kissingen, Institut Romeis für Lebensmittelsicherheit. Der Chef, Gero Beckmann, trifft einen Schädlingsbekämpfer. Uwe Möhring prüft seit 20 Jahren Unternehmen. Er zeigt uns eine moderne Rattenfalle. Das Problem? Nach der Untersuchung erreicht sein Bericht nicht den Verbraucher. An die Öffentlichkeit geht dieser Bericht nicht, oder? Nein, nein. Das bleibt, das ist intern. Diese Zettel sind alle intern. Ein unhaltbarer Zustand, sagt Gero Beckmann. Das Lebensmittelrecht hat seiner Meinung nach in Deutschland keinen hohen Rang. Zudem gäbe es zu wenige Kontrollen und nur niedrige Strafen. Man stelle sich vor, man bekommt wegen Verstoßes gegen die Parkordnung ein Knöllchen ausgestellt. So ungefähr funktioniert unser Lebensmittelrecht. Die meisten ausgefertigten Ordnungs- und Bußgelder haben in etwa eine Höhe wie ein Verstoß gegen die Parkraumordnung. Niedrige Bußgelder sind für Foodwatch nur ein Problem. Weitaus schlimmer, der Verbraucher erfahre nichts von den Kontrollen. Es geht auch anders. Dänemark. Hier werden seit 2001 die Resultate von Kontrollen sofort veröffentlicht. Mithilfe eines Smiley-Systems. Die Kontrollberichte müssen an jedem Geschäft hängen, werden auch im Internet veröffentlicht.
Der Kunde weiß sofort, woran er ist. Auch an der Bäckerei Hiat in Kopenhagen hängt ein Kontrollbericht plus Smiley. Gut bis sehr gut wird der Familienbetrieb mit 50 Mitarbeitern bewertet. Mit der Veröffentlichung der Kontrollen hat Chef Michael kein Problem. Für die Kunden ist es sehr wichtig, ob du ein gutes oder ein schlechtes Zertifikat hast. Ist es sauber oder ist es nicht sauber? Zweimal wurde die Bäckerei dieses Jahr schon kontrolliert. Das erste Mal gab es kleinere Mängel. Jetzt passt alles wieder. Die Kunden schätzen diese Offenheit. Ja, es ist wichtig zu sehen, ob die Küche sauber ist. Wenn ein lächelndes Smiley dran klebt, ist alles okay. Sonst halt nicht. Wir treffen Poul Ottersen, jenen Politiker, der dieses System geplant und durchgesetzt hat. Nach anfänglichen Widerständen haben auch die Betriebe mitgezogen. Über die Erfolgsquote ist Ottersen stolz. Heute sind die allermeisten zufrieden, also mehr als 80%, 90% vielleicht, auch von den Wirtschaftsleuten. Sie sind auch damit zufrieden, akzeptieren. Das ist ein faires System, das funktioniert gut. Zurück in Bayern, im fränkischen Driesdorf. Wir wollen den zuständigen Bundesminister Schmidt fragen, warum es in Deutschland nicht eine ähnliche Klarheit wie in Dänemark gibt. Wäre es nicht gut, dass der Verbraucher transparenter über Hygienemängel erfährt von den Kontrollen? Er soll erfahren, aber es soll auch nicht derjenige, der einen Mangel, einen kleinen Mangel hat, deswegen an den Pranger gestellt werden. Danke. Das klingt nicht wirklich danach, dass sich dieser Zustand schnell ändert. Und die bayerische Politik? Ministerin Scharf antwortet auf unsere Interviewanfrage nicht, kündigt aber ausgerechnet kurz nach der Anfrage ein neues Sonderkontrollprogramm für Großbäckereien an. Die Verantwortlichen der Bäckerei Bachmeier können sich vorstellen, dass künftig alle Kontrollergebnisse veröffentlicht werden. Ähnliches antworten uns auch die anderen beiden betroffenen Bäckereien. Jetzt sollte die Politik endlich für mehr Transparenz für den Verbraucher sorgen. Vor allem, wenn die Betroffenen selbst, wie wir eben gehört haben, offensichtlich gar nichts gegen mehr Transparenz haben. Jetzt gibt es also erst einmal Sonderkontrollen in bayerischen Großbäckereien. Das hat die Verbraucherschutzministerin am Sonntag angekündigt, nachdem wir ihr eine Anfrage zur Hygienesituation bei bayerischen Bäckereien gestellt hatten. Zufälle gibt's.